Jo Leute, Carles hat die Hosen voll. Ja, also es war gerade so, ja, wir wollten jetzt hier reinfahren. Wir hatten erst einen Unfall. Ja, auf jeden Fall, wir wollten jetzt hier gerade in diese Puffstraße reinfahren. Und die war früher noch offen, ja, also die Leute, die es kennen aus Stuttgart, da konnte man eigentlich immer mit dem Auto ganz kurz reinfahren. Jetzt war es zu, dann war der Vorschlag von Tim der, hey, Ordnungsbehörde. Sollen wir da erst reinlaufen mit der Cam, mit Kamera filmen, ja. Und dann meinte der Tim so, was ich gesagt habe. Also ich habe erst gesagt, wir kriegen kein Problem mit den Zuhältern und so, aber das andere Problem wäre, also es regnet, es ist windig und so, es ist kalt, ich will nicht aus dem gemütlichen Auto raus, aber viel schlimmer ist, da kommt dann jemand, da geht der Micha in den Puff und da sieht er eine Frau. Hey Micha, ich habe gerade ein Carles-Video gesehen und du läufst da gerade volle Kanne in den Puff rein, schau mal. Ein Tim Garten-Video. Wann fährst du den? Ich glaube, das war gerade ein... Das war ein Musilago. Ja, yeah, ja. Ein mattschwarzer. Ja, brutal, Mann. Und fährst du so einen? Nein, okay. Musilago Aventador. Ich hol mir auch was anderes, ja. Also. Ja, Micha, ich hab dich gesehen, wie du in dem Carles-Video da volle Kanne in Puff läufst. Und das können wir nicht bringen, wenn wir das sehen. Vor allem, weißt du, es wäre eigentlich nicht so schlimm, wenn beispielsweise irgendein Zuhälter dann sagt, ja, hey, hör mal auf zu filmen. Aber wenn halt dann die ganzen Leute, die halt in den Puff reingehen, ja, das ist ja auch nicht so safe, dass die dann Bock haben, dass man die abfilmt, die da halt alle in den Puff reinlaufen. Das ist halt echt nicht so cool. Oder ja, oder auch vielleicht dann... Cool wäre schon, aber... Frau Meier, meine Englischlehrerin, verdient sich nebenher auch noch was. Das ist auch nichts. Ich habe mir halt echt immer vorgestellt, wenn du halt wirklich so in den Puff gehst und da... Wenn jetzt wirklich von irgendeinem halt da irgendwie so die Mutter oder die Schwester so arbeiten würde, das wäre so brutal, ja. Krass. Echt? Echt? Ich habe früher immer so gedacht, ich dachte immer, ein Puff wäre so ein Laden als Kind. Ich dachte immer, du gehst rein, da ist so eine Rezeption, so eine nette Dame, da sind so verschiedene Zimmer und ist, du gehst so rein. Ist es zum Teil auch. Ja, ja, also wenn du Glück hast. Beziehungsweise wenn du Geld hast. Also ich war noch nie in einem Puff, um ehrlich zu sein. Ich war noch nie in einem Puff und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht vor. Also für mich ist halt so eine Sache, können wir auch jetzt die Diskussion starten, Jungs. Für mich ist das nicht geil. Ich finde es nicht geil. Ich weiß nicht wieso. Wie hart nah die gerade auch aufgefahren sind, Mann. Ich bin ja einen Millimeter zurück. Das, und ja, dahinter, ja. Nee, da eben, wo wir diesen Kontakt hatten. Da dachte ich, ey, ich bin ja wirklich einen Millimeter zurückgefahren. Also Leute, jetzt wieder der Sechser. So ein alter Mann in der Puffstraße mit seiner Frau noch, ich weiß nicht, was die vorhat, ne? Der hat vermittelt. Der hat vermittelt. Du hast ihm auch seine Handynummer und so gegeben, wenn er jetzt so deinen Namen eingibt. Und dann findet er raus. Yeah. Also Leute, falls wir, ich habe jetzt aber mit Karl noch einen Deal ausgehandelt, genau, weil er die Eier gezogen hat, falls ihr aber wollt, dass wir da mal reingehen und die Sitze mit Natascha und Svetlana füllen und ich weiß, dass ihr sagen werdet, ja, daher können wir es, glaube ich, direkt auch noch umdrehen. Nee, Spaß, aber wir werden es wahrscheinlich nochmal nachholen. Ein bisschen so Stealth-Mode. Ja, im M6 dann. Bisschen so mit versteckter Kamera müssen wir das machen. Ja, wir werden das dann, ohne Scheiße mit versteckter Kamera machen müssen. Und wir werden halt dann auch so, das wird dann ein bisschen Aufwand für Ralf sein, so Gesichter zensieren und so Shit. Falls es hart auf hart kommt. Weil ich will das echt nicht, ich will das nicht verantworten, Mann. Weil wir müssen echt mal ein bisschen so Joko und Klaas-Style-Videos machen. Irgendwelche Samstagabend. Irgendwelche Challenges, Mann. Lass es mal machen, ohne Scheiße. Kommt es eigentlich Samstagabends? Weiß ich nicht, aber pass auf. Machen wir das machen wir. Also Leute, schreibt uns eure Vorschläge in die Kommentare und wir werden das dann alles auch machen, ja. Bis dahin, Leute, esst Bananen. Und Kartoffeln. Und macht Low Carb. Genau, ihr müsst Bananen und Kartoffeln machen und gleichzeitig Low Carb. Und ihr müsst auch einen Trainingsplit befolgen, das ist oberer linker... Ja, du bist schon wieder zu weit gefahren. Oberer linker Bauch kombinieren Splitten mit... linker mittlerer Schulter mit dem F von der Feuerwehr und dann auch noch die Stirnmuskulatur und ihr bekommt Masse. Die Kaummuskulatur hier. Ja, wenn aber nur links, sprichst, immer so. Nur links, ja. Nie beides, okay? Also immer den Cock links, einmal dann und einmal rechts. Also, bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Jo Leute, ich bin auf dem Weg ins Training. Wie ihr wisst, bin ich ja nicht so der große Freund von Supplements, beziehungsweise brauch sie noch nicht, aber ich habe was gefunden, was 100% Natur ist. Von einem Arzt entwickelt. Ich selber will ja auch Medizin studieren,
haben das Ganze mal durchgelesen, auch die Inhaltsstoffe, also versichere ich euch, 100% Natur. Und das Allerbeste ist, es hat nur 19,9 Kalorien, ja, das ist gar nichts. Also man kann unbesorgt jeden Tag eins davon trinken, das habe ich jetzt auch langsam angefangen.